heutigen Rezension geht es um folgendes Buch, und zwar um Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Ist ein Rezi-Exemplar, wie man vielleicht sieht, aus dem DTV-Verlag. Dankeschön an den Verlag für das Buch. Es ist ein Hardcover, wie ihr seht, mit einem Schutzumschlag, hat 437 Seiten von der Geschichte her und kostet 18,95 Euro in Deutschland und 19,50 Euro in Österreich. Ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Worum geht's? Es geht um Diana, und Diana ist eine Amazone quasi, also sie lebt auf so einer kleinen Insel, wo nur Frauen leben, und die sind scheinbar irgendwie schon mal alle tot gewesen und sind nach dem Tod auf diese Insel gekommen, soweit ich das verstanden habe, und sind jetzt unsterbliche Amazonenkriegerin. Und Diana ist die einzige, die auf dieser Insel geboren wurde, deswegen schon mal eine Außenseiterin, und sie fühlt sich irgendwie nicht so wohl unter den anderen, weil sie sich irgendwie nicht eingegliedert fühlt und nicht Teil der Gruppe irgendwie ist. Und deswegen, als sie eines Tages ein Mädchen sieht, das vor der Insel im Wasser treibt und zu ertrinken droht, rettet sie sie direkt, obwohl sie weiß, dass sie das eigentlich nicht darf, weil keine unbefugten Menschen, also keine Menschen an sich, eigentlich diese Insel betreten dürfen. Und sie findet dann aber bei einem Orakel heraus, wo sie eigentlich noch rausfinden wollte, wie sie retten kann, dass dieses Mädchen eine Kriegsbringerin ist. Also sie ist vom Schicksal quasi so herausgestellt, hat so ein Schicksal bekommen, dass sie halt, wo sie geht und steht, automatisch Zwietracht sieht, auch wenn sie das nicht will. Aber die Leute direkt anfangen, sich nicht zu mögen, und auch halt verschiedene böse Sachen geschehen können oder auch Kriege hervorgerufen werden, nur weil dieses Mädchen existiert. Und sie, also Diana und dieses Mädchen, wollen jetzt gemeinsam versuchen, dieses Schicksal von ihr wegzumachen, also abzuwenden, indem sie halt in einer Quelle baden muss. Das gestaltet sich allerdings nicht so leicht, wie man denkt, weil der Weg dorthin, halt allein schon von der Insel runterzukommen und dann der Rest, irgendwie nicht so leicht ist, weil halt dieses Mädchen ja auch gejagt wird, weil auch andere Menschen wissen, dass sie eine Kriegsbringerin ist und sie sie halt umbringen wollen, damit es halt nicht so weit kommt zum Krieg. Und wie es jetzt weitergeht mit den beiden und was passiert, müsst ihr selber lesen, wie es am Ende ausgeht. Das hier ist, ich glaube, ein Einzelband, also über Wonder Woman alleine. Es ist zwar eine Reihe, aber in jedem Buch geht es um einen anderen DC-Helden, und im zweiten Band geht es, glaube ich, um Batman, und da kommt auch Diana als die Amazon-Kriegerin überhaupt gar nicht vor, soweit ich das gemerkt habe. Von daher kann man das auch einzeln lesen, glaube ich, jedes einzelne Buch dieser Reihe, aber man kann es auch als Reihe lesen. Ich hatte ein paar Probleme mit diesem Buch, muss ich leider sagen. Zum einen, wenn jetzt nicht Leigh Bardugo draufstehen würde, hätte ich niemals gedacht, dass das die Autorin, dieselbe Autorin ist, die die Grisha-Reihe oder auch das Lied der Kriegen geschrieben hat, denn es hat überhaupt irgendwie gar nichts von ihrem Schreibstil in sich. Also es ist ziemlich nüchtern erzählt, es hat irgendwie wenig Emotionen im Schreibstil drin, und es hat auch überhaupt nicht, für mich persönlich, nicht so richtig geschafft, die Atmosphäre so aufzubauen, wie die Autorin es zum Beispiel bei der Grisha-Trilogie geschafft hat. Also es war irgendwie, es hätte überall spielen können, und ich hatte irgendwie nicht so das Gefühl, dass es irgendwas Besonderes hat. Also die Atmosphäre hat mir total gefehlt. Die Protagonisten waren alle irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, es ist so typisch Jugendbuch, ich glaube, abgesehen von Diana und der ganzen Amazonen auf dieser Insel, sind die anderen Protagonisten, glaube ich, alle ausgedacht, also selbst von der Autorin erdacht. Und die ganze Geschichte ist auch keine, die irgendwie, glaube ich, in Comics oder in Filmform von Wonder Woman bereits existiert. Nagelt mich nicht drauf fest, ich habe keine Ahnung von Wonder Woman, ich habe nie irgendeinen Comic gelesen, ich habe den Film nicht gesehen. Ich wusste nur, dass sie eine Amazonenkriegerin ist und halt einen super Held und super Kräfte halt hat. Sehr viel mehr wusste ich nicht über sie. Und da ist Diana, glaube ich, auch noch so eine Art Teenagerin. Also es wird nie genau gesagt, wie alt Diana ist. Aber sie wirkt halt so alt wie die anderen Leute, also dieses Mädchen. Und die anderen, die noch eine Rolle spielen, die sind halt alle so Teenager-Alter zwischen 15, 16 und Anfang 20. Von daher dürfte Diana, glaube ich, auch so in dem Alter sein. Sie ist auch hier noch nicht Wonder Woman. Also der Begriff Wonder Woman kommt hier auch nie vor. Sie ist ein normales Mädchen, von dem die anderen immer mehr merken, dass sie halt besondere Kräfte hat. Das ist halt typisches Fantasy-Jugendbuch, würde ich sagen. Das war so ein bisschen das Problem. Ich hatte ein bisschen mehr was Besonderes erwartet als so typisches Jugendbuch. Und auch manchmal so
Logikfehler drin gefunden, wo ich dachte, hä, das hatte doch Libadogo normalerweise nicht so. Also statt direkt zu der Quelle zu kommen, passiert es irgendwie so, dass sie halt nach Hause kommen, nach New York zu Aaliyah, nach Hause, wo dieses Mädchen wohnt. Und sie findet ihren Bruder und ja, der Bruder will ihnen auch helfen und so. Aber was machen sie? Sie haben Zeitdruck, sie müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Quelle baden. Aber was machen sie, anstatt den Zeitdruck nachzugeben und sofort dahin zu fahren? Feiern sie erstmal eine Party. Und ich dachte mir so, hä? Gerade eben, Aaliyah ist ja nicht umsonst in diesem Wasser getrieben. Da war ein Schiffbruch und alle auf diesem Schiff sind gestorben, nur Aaliyah nicht. Und sie droht zu sterben und den Krieg zu bringen und sie haben Zeitdruck und müssen zu dieser Quelle. Und was machen sie? Feiern eine Party. Wieso ist man überhaupt in so einem Zustand in Partystimmung? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Das hat auch keinen Sinn ergeben. Diese Party hat irgendwie auch nichts gemacht. Es hat nur ein bisschen die Zeit gezogen. Und ich hatte das Gefühl, dass die richtige Handlung, erst dieser Weg zu der Quelle, erst so nach der Hälfte des Buches geschieht. Und dieses Buch hat 437 Seiten. Das heißt, nach ungefähr 220 Seiten oder so geht es erst richtig los. Und das war mir einfach zu lang. Also ich hatte sehr lange am Anfang das Gefühl, es geht hier nicht los. Und ist es zu viel von diesen Amazonen-Dingen da drin, die eigentlich gar keine Rolle spielen in der Geschichte, aber wo ich das Gefühl habe, ich muss das alles kennen, aber ich kannte das nicht. Und es hat mich heillos überfordert, weil ich nichts über Wonder Woman wusste. Und dann später kam halt dieses typische Jugendbuch-Ding dazu, wo man halt auch nichts über Wonder Woman wissen muss, aber wo es halt auch keinen Sinn ergibt, dass sie auf einer Party sind zum Beispiel und nicht direkt zur Sache kommen. Also es ist sehr geschwankt von, ich habe gerade keine Ahnung, was geschieht, zu, es ist so das Typische, was schon tausendmal in Jugendbüchern erzählt wurde und die Charaktere sind auch jetzt nichts sonderlich Besonderes. Und manchmal verhalten sie sich auch total blöd, aber manchmal sind sie auch ganz gut. Was ich gut fand, war zum Beispiel, dass die Charaktere alle sehr, ja, nicht so typisch weiß und blond. Auch Aaliyah und ihre Familie und so sind alle halt dunkelhäutig. Und vor allem mochte ich die beste Freundin von Aaliyah, nämlich Nim. Die ist so ein indisches Mädchen, ja, so amerikanisch, alle aber indischstämmig. Sie ist auch ein bisschen fülliger, ein bisschen kleiner, ist aber total besonders, weil sie sehr viel mit Mode zu tun hat und immer so, ja, eine totale, so eine Persönlichkeit hat, wo die immer auffällt und so. Und ich mochte sie einfach sehr gerne. Sie hat die Gruppe super toll ergänzt und sie hatte auch so unnützes Wissen und so, dass sie immer dazwischen geballert hat. War natürlich immer so ein bisschen, ja, sehr gut für die Autorin, weil sie immer Sachen erklären konnte und auch immer eine Ausrede dafür hatte, warum sie diese Sachen erklären konnte. Aber es war trotzdem ganz nett. Es war auch mein Lieblingscharakter hier drin. Ich muss nur so leider sagen, dass sowohl Nim als auch ein anderer Freund der Familie, Theo, ziemlich unnütz in der Geschichte waren. Also man hat direkt immer versucht, denen einen Grund zu geben, wieso sie da sind und denen auch einen Platz zuzuweisen und eine Rolle. Aber man hat, also ich als Leserin habe total gemerkt, dass das irgendwie so aufgesetzt war. Also dass sie eigentlich trotzdem total überflüssig in der Geschichte sind und wenn man sie weggelassen hätte, hätte die Geschichte immer noch super funktioniert. Nicht, dass man das unbedingt muss, weil irgendwie Nebencharaktere ja auch ganz gut sind. Wie gesagt, Nim mochte ich sehr, sehr gerne und sie war auch ein super Charakter. Aber sie hat halt nicht so eine große, eigentlich gar keine Rolle in der Geschichte gespielt. Manchmal hatte ich auch Probleme mit Diana. Also man merkt, dass sie halt auf dieser Amazoninsel aufgewachsen ist und keine Ahnung hat von der Welt und den Menschen und so. Und manchmal hat sie auch so Sachen, wo sie so denkt, ey, was ist denn das, wenn die Leute zum Beispiel ihre Smartphones rausholen und so und damit was machen und sie denkt so, was habt ihr da so für ein schwarzes Gerät und so? Finde ich immer ganz lustig. Aber dann hat sie so Momente, wo sie Sachen erklären kann, die sie eigentlich nicht wissen sollte. Oder wo ich mir denke, wieso weiß sie denn, was das jetzt ist und wie das funktioniert? Aber sie wusste nicht, was Smartphones sind. Also es hat manchmal für mich persönlich keinen Sinn ergeben, wieso sie das eine weiß und das andere eben nicht. Und ich weiß es nicht. Es war einfach ein bisschen so aus der Luft gegriffen. Vielleicht liegt auch das daran, dass ich Wonder Woman nicht kenne. Vielleicht erklärt sich das auch irgendwie in der Geschichte von Wonder Woman. Wie gesagt, ich bin ein Laie, ich kenne mich da nicht aus. Und jetzt kommen wir zum Ende. Es gibt am Ende einen Twist. Den fand ich jetzt nicht so gut gelungen, muss ich leider sagen. Der Aufbau dahin war nicht so super toll. Es kam aus dem Nichts, was normalerweise super überraschend ist und man das eigentlich immer gut findet. Aber es hat halt keinen Sinn irgendwie gemacht in der Geschichte, weil es keine Andeutung darauf gab. Es hat einfach nicht reingepasst. Also in diesen Twist, der hat einfach nicht reingepasst und ich habe keine Ahnung gehabt, wieso man das machen musste. Wollte die Autorin unbedingt was sehr Überraschendes am Ende haben? Vielleicht war auch dieser Charakter
bekannt aus weiteren Geschichten von Wonder Woman. Vielleicht ist das ein total bekannter Charakter, der später nochmal vorkommt. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, dann hätte man es vielleicht doch ahnen können. Aber es hat für mich keinen Sinn gemacht, weil es zuerst so war und auf einmal so umgeswitcht war und total anders war und irgendwie gab es keine Hinweise darauf und kein gar nicht. Es hat keinen Sinn für mich persönlich gemacht. Und das habe ich auch bei anderen Rezensionen und so gelesen, die das Buch auch nicht so super toll fanden. Und ich hatte auch das Problem, dass ab diesem Twist auf einmal nichts mehr mit dem zu tun hatte, was vorher passiert ist. Also vorher war es so ein typisches Jugendbuch, so ein bisschen Roadtrip, die reisen durch die ganze Gegend, um zu dieser Quelle zu kommen und ja, ein bisschen Action und so. Und auf einmal war es total so Fantasy und Geschlange. Wann gab es so Fantasy-Kreaturen auf einmal und totale komische Pläne und auf einmal auch alle Götter reingeschmissen, ich glaube griechische oder waren es römische Götter, ich bin grad gar nicht sicher. Und auf einmal war alles Fantasy, was ging, alles reingestopft. Also was wahrscheinlich auch mit Wonder Woman zu tun hat, also es gibt wahrscheinlich Sinn. Aber es hat halt mit dem vorherigen ganzen Buch irgendwie keinen Sinn gemacht, weil es keine Rolle gespielt hat. Und auf einmal gab es halt diesen Umbruch und auf einmal war das Buch vollkommen anders. Also es hatte nichts mit dem vorherigen Rest zu tun. Es gab dazu keine Andeutung, keine Erklärung, kein gar nichts. Es war einfach so da. Und auf einmal war es total Fantasy. Wie gesagt, ich kenne Wonder Woman nicht. Es ergibt sicherlich alles Sinn, wenn man die Protagonistin kennt und die Comics und den Film und weiß was ich. Aber für mich hat das halt nicht so viel Sinn als Buch an sich gegeben. Also ich glaube, man muss die Protagonistin kennen, also Wonder Woman kennen, man muss ihre Geschichte kennen und ihre Hintergründe, dann hat man damit, glaube ich, mehr Spaß und dann kommt es auch nicht so aus heiterem Himmel. Aber wenn man das nicht tut, dann ist das kein rundes Buch. Dann ergibt das nicht unbedingt alles total Sinn. Und dann ist das auch kein geschlossenes Buch, was man an sich lesen kann und dann weiß man alles, was man über diese Geschichte und die Protagonistin wissen muss. Dann ist das halt vieles, was offen ist, was einfach aus dem Nichts kommt, was man vielleicht nicht versteht, weil es halt kein rundes Buch an sich ist, weil es nicht so eine Geschichte in sich geschlossen ist. Und das fand ich ein bisschen schade, aber ja, ist leider so. Wie gesagt, es hat 2,5 bis 3 Sterne von mir bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich tendiere eher zu der 2,5. Aber an sich hat es halt auch so Momente, wo man so denkt, ja, ist eine ganz nette Geschichte. Wie gesagt, Nim mochte ich sehr gerne und manches der Sachen. Da hatte ich auch Spaß oder so und habe es auch nicht ungern gelesen, aber ich habe sehr viele Momente gehabt, wo ich so dachte, hä? Und deswegen ist das jetzt leider nicht so das perfekte Buch für mich geworden. Aber es kann ja bei euch ganz anders sein. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es schon gelesen habt oder jetzt bald lesen möchtet, wie ihr das so findet oder was ihr erwartet und so weiter und so fort. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.